Ja, moin Leute. Viele fragen mich immer wieder: Hey Valentin, wie kriege ich denn die Apps aus dem Hintergrund, also aus dem Multitasking raus, weil die verbrauchen so viel Akku und wie mache ich das denn, dass die nicht mehr so viel Akku verbrauchen und so? Und da diese Aussage und wenn ich darauf was antworten würde, wie das geht, komplett falsch wäre, möchte ich euch heute mal erklären, wie das iPhone Multitasking funktioniert. Und das wollen wir uns heute mal zusammen ansehen. Also zuerst brauchen wir natürlich ein iPhone mit mindestens iOS 4 und alle iOS-Versionen, also für iPad, iPod Touch und iPhone über iOS 4 sind damit kompatibel mit dem Multitasking. Ihr könnt einfach nachsehen, welche Firmware ihr habt, indem ihr in die Einstellungen geht, dann hier in Allgemein und Info und dort seht ihr dann hier unten eure Nummer der Firmware. Das ist jetzt hier bei mir 5.1.1. Okay. Also, ich habe ein Gerät, wo ich Multitasking drauf betreiben kann. Und diese Art des Multitaskings ist nicht vergleichbar mit der Art, wie wir sie auf dem PC kennen oder auf Android-Geräten, denn diese läuft etwas anders ab und ist dafür optimiert für lange Batterielaufzeit und für diese schwachen Prozessoren, sage ich mal in Anführungszeichen, die in diesen Geräten stecken, weil da fehlt natürlich noch eine ganze Stange zu den PC-Prozessoren. Schauen wir uns das Ganze einfach mal in einem Beispiel an. Nehmen wir jetzt einfach mal die Einstellungen, öffnen die hier und ja, haben wir die App offen und schließen sie wieder und machen einen Doppeltipp auf den Home-Button, dann sehen wir hier in unserer Multitasking-Leiste, dass die Einstellungen im Hintergrund laufen und wir können sie aufmachen und sind direkt wieder dort, wo wir aufgehört haben. Das Ganze funktioniert mit vielen anderen Apps. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal Tweetbot. Auch wenn ich das hier öffne, dauert es einen kleinen Moment. Die App hat geladen und ich kann sie einfach wieder schließen und komme wieder hier zurück. Im Multitasking-Menü finde ich nun beide Applications, Tweetbot und die Einstellung, und kann ganz einfach wieder in die Einstellung wechseln und von hier wieder in Tweetbot, den Twitter-Client. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt alle meine Apps hier auf dem iPhone einfach mal ja, anhabe und geöffnet habe, wie ist denn das dann überhaupt? Wie viel Akku verbraucht das denn? Und ja, was kann ich dagegen tun? Um das zu klären, will ich euch erstmal erklären, wie das Multitasking an sich funktioniert. Und zwar gibt es drei Arten von Multitasking beim Fast-App-Switching. Wir haben einmal das Background-Audio, das bedeutet, wir können Musik im Hintergrund laufen lassen. Da haben wir zum Beispiel hier die Musik-App. Wir können also einfach irgendein Lied starten. Ich nehme jetzt mal hier ein Lied, was ich selber gemacht habe. Und dann nehme ich jetzt hier einfach mal was. So, dann seht ihr hier oben das entsprechende Play-Zeichen und wenn ich jetzt die App schließe, läuft die Musik trotzdem im Hintergrund weiter und ich sehe hier drüben die entsprechende App, mit der gerade die Musik abläuft, kann die auch hier stoppen und weitermachen und weiterspringen und so weiter. Das ist die eine Art. Die nächste Art ist Voice over IP. Das funktioniert zum Beispiel bei FaceTime oder auch bei Skype. Also wenn ihr ein Skype-Gespräch habt, dann wird eure Statusbar blau und ihr seht, dass das Ganze im Hintergrund läuft und ihr könnt auch die App schließen und trotzdem weiter telefonieren. Und wir haben noch Task Completion, das bedeutet zum Beispiel, ihr ladet mit irgendeiner App was runter, sei es, ja, sei es zum Beispiel der iTunes Store oder sei es der App Store oder so weiter. Oder auch viele andere Apps, mit denen man irgendwas herunterladen kann. Gibt da zum Beispiel so verschiedene Video-Downloader von YouTube. Also ich habe zum Beispiel hier einen, der V-Download Plus. Und damit könnt ihr, also das erlaubt sozusagen der App 10 Minuten im Hintergrund zu laufen und diese Aufgabe fertigzustellen, die noch zu erledigen ist. Alle anderen Apps, die ihr jetzt habt, also wie zum Beispiel die Einstellungen, wenn ich die zumache, wird die komplette App aus dem Prozessor entfernt und nur noch in den Arbeitsspeicher verschoben und braucht deswegen überhaupt keinen Akku mehr. Das bedeutet, wenn ihr eine App zumacht, dann ist es wirklich so, dass sie keinen Akku mehr verbraucht, wenn sie jetzt. Also wenn ihr damit nicht gerade telefoniert, Musik hört oder diese App noch eine Aufgabe zu erledigen hat. Das managt iOS ganz von alleine. Voraussetzung dafür ist, dass die App an dieses Fast-App-Switching angepasst ist. Das Ganze ist einfach dazu da, um Akku zu sparen und die Rechenleistung herunterzusetzen, die dafür benötigt wird. Es ist also nicht wirklich ein richtiges Multitasking wie unter Windows oder so, wo alle Programme wirklich gleichzeitig ablaufen. Dafür verbraucht es eben keinen Strom, wenn ich eine App schließe. Dann verbraucht sie keinen Strom mehr. Ich kann sie aber ganz einfach wieder aufrufen und aus dem RAM herausziehen, wieder in den Prozessor und schon kann ich direkt weitermachen, wo ich aufgehört habe. Hintergrunddienste sind nur aktiv, wenn sie benötigt werden, aber dafür müssen die Apps eben angepasst werden. So funktioniert das Multitasking auf iOS
Wie gesagt, ihr müsst hier unten, ihr könnt die Apps natürlich zumachen, indem ihr einfach lang drauf drückt und sie aus dem Hintergrund entfernt. Aber ihr braucht das nicht, denn sie verbrauchen sowieso keinen Akku. Wenn jetzt eine App mehr RAM braucht, als zurzeit zur Verfügung steht, weil die ganzen Apps natürlich dann auch RAM brauchen, dann wird einfach eine App aus dem Multitasking gekickt, nämlich die letzte, die mit drin ist. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt ganz viele Apps aufmacht, zum Beispiel die Einstellungen und dann irgendein Spiel, dann kann es sein, dass die Einstellungen danach nicht mehr offen sind. Auch wenn ihr drauf geht, dann startet die App eben neu, obwohl sie im Multitasking-Menü unten drin steht. Aber sie wurde sozusagen aus dem RAM herausgeschoben und ist deswegen nicht mehr dort verfügbar. Ja, das ist zum iOS Multitasking. Ich wollte euch mal erklären, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr jetzt demnächst einen Verwandten habt und der fragt euch, hey, wie macht denn das am besten, wie kann ich am besten Akku sparen wegen Multitasking und so, das verbraucht doch alles Akku, könnt ihr beruhigt sagen, nein, das verbraucht keinen Akku, solange die App nicht im Hintergrund irgendwas arbeiten muss. Und dann selbst nur da 10 Minuten. Ja, soweit dazu. Ich danke euch fürs Zusehen. Sagt mir bitte, ob euch das Video geholfen hat, ob ihr jetzt mehr wisst oder nicht. Hinterlasst einen Kommentar bzw. eine Bewertung und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also macht's gut und ciao.